Ich habe gerade mal ausgerechnet, wie lange das schon her ist. 1987 habe ich meine Lehre abgeschlossen im Bäckerhandwerk. Das ist 35 Jahre her. Oh mein Gott. Einfach leckere Gerichte für jeden Tag. Das bekommt ihr bei mir. Frische Zutaten sind ein super Start für ein leckeres Essen. Was wir damals immer gemacht haben, am Wochenende gab es immer Sonderbestellungen. Sonderbestellungen zum Beispiel für Partymeterbrote. Wenn jemand zu Hause also etwas gefeiert hat oder ein Barbecue hatte oder damals hat man es noch Grillabend genannt, dann gab es in der Regel so kleine Sonderbestellungen bei uns in der Backstube, die wir dann am Samstag zu erledigen hatten, manchmal auch bereits am Freitag. Und eine dieser Bestellungen waren Partymeterbrote. Das heißt, wir haben dort die Brote verschieden zubereitet, verschieden gemacht. Die sahen anders aus, die schmeckten anders. Und in der Regel sehr, sehr lecker. Das konnte man machen mit Gewürzen, das konnte man machen mit Kräutern, das konnte man machen mit allen möglichen, mit Körnern und so weiter. Und wie das Ganze super einfach geht, das zeige ich euch heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Tasty for You. Heute ein super einfacher Hefeteig, den wir machen. Erstmal ein Grundteig mit relativ einfachen Zutaten. Den werden wir zubereiten, dann kurz vor Schluss, bevor er durchgeknetet ist, gibt es dann das ein oder andere Gewürz dazu. Und am Ende des Tages werden wir drei super leckere, voll tolle, schöne Partymeterbrote haben. Und das sind die Zutaten, die ihr benötigt. Als erstes 600 Gramm Brotmehl. Dann brauchen wir 15 Gramm Hefe. Dann brauchen wir 12 Gramm Salz. 25 Gramm Olivenöl. Solltet ihr kein Olivenöl haben, geht auch normales Speiseöl. Und dann habe ich hier drin 360 Gramm Wasser. Bei den Flüssigkeiten beim Backen ist es immer ganz schlau, wenn ihr es abwiegt, dann habt ihr auf jeden Fall, könnt ihr sicherstellen, dass ihr die genaue Menge habt. Und nicht, dass es da in einem Litermaß kann es doch schon mal zur Abweichung geben. Und gerade beim Backen ist das immer besonders wichtig. Beim Mehl empfehle ich euch Typ 550, wenn ihr nicht habt, 405 geht auch. Oder manchmal steht auch nur Brotmehl oder Brotbackmehl auf der Tüte. Auch das könnt ihr nehmen. Und dann geht es auch schon los. Total einfach heute. Wirklich alles einfach nur zusammenkippen. Das fangen wir an mit dem Mehl in die Knetmaschine. Übrigens, die Teige könnt ihr auch alle sehr, sehr gerne mit der Hand kneten. Dauert auch nicht viel länger. Sollte also auch kein Problem sein. Jetzt so das Salz rein. Öl habe ich schon drin. Die Hefe bröseln wir einfach so ein bisschen rein. Es wird ja häufig immer gezeigt, so bei Backvideos und sowas, dass man die Hefe dann vorher noch auflösen muss und in warmem Wasser und dann 10 Minuten warten und so weiter. Kann man alles machen. Ein professioneller Bäcker hat da überhaupt keine Zeit für, der macht das nicht. Die Hefe kommt einfach so in den Teig rein. Dann die Flüssigkeit direkt hinzu. Und dann geht es auch schon los. Knetmaschine an, erst einmal kurz auf unterster Stufe für eine Minute, bis sich der Teig verbunden hat. Und dann auf mittlerer Stufe 8 Minuten kneten. Nach einer Minute könnt ihr einmal kurz die Maschine ausstellen, den Knetarm hoch machen. Und wenn ihr habt, so eine Teigkarte wie das denn hier, kratzt einmal alles zusammen. Und vor allen Dingen wichtig, einmal den Rand einmal sauber machen, dass wir wirklich alles dabei haben. Ihr kennt das schon, wenn es nicht das erste Backvideo ist mit einem Hefeteig, was ihr von mir schaut. Das mache ich immer ganz gerne, einfach um sicherzustellen, dass der komplette Teig gleichmäßig verknetet wird. So, und dann geht es weiter. Jetzt gehen wir auf die mittlere Stufe und kneten das Ganze für 8 Minuten. Was man schön sehen kann, nach 8 Minuten sollte es ein geschmeidiger Teig sein und vor allen Dingen sollte er sich vom Kessel lösen. Jetzt teilen wir den einmal . Also nach 8 Minuten ist der Teig so richtig schön geschmeidig und sollte sich vom Kessel lösen. Und jetzt werden wir den Teig gleich teilen. Also es sollte ungefähr hinkommen, dass es 350 Gramm pro Meter Brot werden. Und was wir heute dazu nehmen, ich habe mir jetzt drei verschiedene Sachen ausgesucht. A, habe ich zwei Gewürze genommen, zum einen ein mittleres Curry und ein süßes Paprika. Das riecht gut, hat eine schöne Farbe und das kann man natürlich super nehmen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch nehmen Kümmel, ihr könnt nehmen Körner, was auch immer. Wenn ihr frischen Schnittlauch habt, könnt ihr den auch zubereiten. Ich habe hier als dritte Variante jetzt Röstzwiebeln, damit fangen wir jetzt an. Kann man auch super reinnehmen und hat man halt ein richtig schönes Zwiebelmeterbrot dann. Von der Menge her müsst ihr einfach mal probieren. Ich habe jetzt hier bei den Zwiebeln, bei den Röstzwiebeln 50 Gramm genommen. Bei den Gewürzen musste ich tatsächlich erstmal abwiegen. Also ich habe jetzt hier 7 Gramm genommen. Ich vermute mal, das sind so 2 gestrichene Teelöffel. Wenn euch das zu wenig ist oder zu viel ist, müsst ihr mal ausprobieren. Ich glaube, wenn ihr erstmal
mit diesen Gewichten geht, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Aber nun müssen wir einmal den Teig in drei gleich große Stücke teilen. Dazu nehmen wir uns ein kleines Wäschen Mehl auf die Arbeitsfläche und vielleicht auch ganz kurz so ein kleines bisschen Mehl in den Topf hinein. Und dann holen wir das Ganze aus der Knetmaschine raus, aus der Gerät. So, und dann habe ich hier eine kleine Haushaltswaage. Und jetzt müssen wir mal gucken, drei große Stücke, ungefähr 350 Gramm, 370, das ist ein bisschen viel. Ich habe jetzt eins 350 und zwei 330, also sie sollten ungefähr die gleiche Größe haben. So, die zwei, die ich jetzt als erstes noch nicht verknete, die habe ich ein bisschen zusammengerollt. Ihr seht das, wie ich das hier mache, einfach so ein bisschen von außen nach innen schlagen, dass ihr quasi eine geschlossene Oberfläche bekommt. Ist aber nicht so wichtig, weil die Teige sind ja noch nicht fertig. Hier habe ich jetzt bereits ein Drittel drin und da nehme ich jetzt einfach mal die 50 Gramm Röstzwiebeln hinzu, füge den Knethaken wieder an und dann gucken wir mal, ob das zu viel war oder ob es passt und das jetzt auf langsamer Stufe in den Teig einarbeiten lassen. Außerdem die falsche Richtung gedrückt, das ist total scheiße, weil mir fliegt das hier alles durch die Gegend. Also bei den Röstzwiebeln ist das dann vielleicht doch ganz angenehm, wenn man das mit der Hand macht. Also nehmen wir den Kram mal raus, den Teig. Tatsächlich und arbeiten das mal kurz von Hand ein. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Echt, habe ich die Maschine einmal zu hoch gestellt und da fliegen dir die ganzen Röstzwiebeln aus der Maschine. Also es hat nicht immer nur einen Vorteil, wenn man das Ganze mit einer Maschine macht. Aber hier wollen wir jetzt auch nicht, der Teig ist ja grundsätzlich fertig. Also hier wollen wir eigentlich nur noch, dass das, was wir zusätzlich hineingeben, eingearbeitet wird und gleichmäßig im Teig verteilt wird. Und ich glaube, das sieht hier schon ganz gut aus. So, dann habe ich hier, oh guck mal, noch Röstzwiebel, die rausgeflogen ist. Dann habe ich hier drei Glasschalen mitgebracht. Und die sprühe ich jetzt einfach ein mit ein bisschen Trennspray. Ihr könnt auch Öl nehmen, Speiseöl einreiben. Das ist einfach nur dafür, dass das Ganze nicht so doll klebt nachher. Und da kommt jetzt der erste Teig hinein. Und dann nehmen wir uns den zweiten Teig. Jetzt ist halt die Frage, ne? Mache ich das jetzt hier auf der Arbeitsfläche oder mache ich das in der Maschine? Ich versuche das nochmal in der Maschine in diesem Fall. Und guck mal, was passiert. Als zweites nehmen wir uns den Paprika vor, geben den dazu und lassen das Ganze jetzt ein bisschen einarbeiten und kneten. Ich stelle auch nicht gleich wieder nach oben, weil sonst fliegt der ganze Kram hier wahrscheinlich auch durch die Bude und ist sie auch noch rot, nicht nur zwiebelig. Aber das sieht schon gut aus. Und hier müsst ihr jetzt wirklich dann ein bisschen schauen, bis das Ganze einigermaßen verknetet ist und dann macht ihr den Rest vielleicht noch kurz mit der Hand. Und ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber wenn ihr das mal sehen könnt hier, der ist schon so richtig schön rot geworden. Und genau das wollen wir letztendlich auch erreichen, dass er die Farbe so ein bisschen ändert. Ansonsten ändert sich ja nicht viel. Also Geschmack und Farbe, das ist das, was sich ändern soll. Also mit der Hand noch ein bisschen durcharbeiten, dass er richtig schön gleichmäßig ist. Und dann machen wir das gleiche wie eben mit dem Zwiebelbrotteig. Schale ein bisschen mit Trennspray einspielen oder mit Öl. Teig hinein und fertig. So, und als letztes haben wir dann noch Curry. Auch das genauso wie vorher.
in den Teig, in die Maschine. Und jetzt lassen wir das einmal mit der Maschine grob durcharbeiten und dann machen wir den Rest mit der Hand. In der Zwischenzeit, während dieser letzte Teig läuft, decken wir schon mal Zwiebel- und Paprikateig auf jeden Fall mit einer Klarsichtfolie ab. So, der ist auch schon fertig, durchgearbeitet. Den pulen wir jetzt auch noch einmal raus und arbeiten den Rest einmal mit der Hand durch, damit wir auf jeden Fall sicherstellen, dass das Ganze gut verteilt ist. Immer gerne ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, wenn ihr sowas macht, aber nehmt nicht zu viel, denn wir wollen auf keinen Fall dass der Teig zu fest oder zu trocken wird. Deshalb macht euch so ein bisschen und immer, wenn ihr was braucht, dann holt ihr euch ein bisschen was vom Rand. Ansonsten knetet ihr den so, wie ich das hier zeige. Einfach einmal so ein bisschen zur Mitte hin, dann dreht ihr das wieder. Wenn ich sage drehen, dann meine ich einmal so drehen. Immer wieder von außen nach innen und immer wieder zusammen. Dadurch macht ihr auch einen schönen Knetvorgang, dass das Ganze gut verteilt wird. Und ihr seht, auch der ist schon schön gleichmäßig grün, genauso wie das sein soll. Ich hatte euch ja gesagt, 2 Stunden mindestens stehen lassen, das Ganze. Ich habe jetzt, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, wo haben wir denn jetzt? Ich habe es tatsächlich 2,5 Stunden jetzt stehen gelassen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich habe euch die Teige hier einmal hingestellt. Und ihr seht, wenn ihr vorher das noch im Kopf habt, wie das vorher aussah, dass sich der Teig mehr als verdoppelt hat. Das ist auch genau das, was wir wollten. Und jetzt machen wir das Ganze fertig. Im Grunde genommen, wir formen daraus die Brote. Dann müssen sie nochmal eine gute Stunde stehen. Und dann erst werden sie gebacken. Ja, Brotbacken dauert immer ein bisschen länger, aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. So, ich schiebe mal diese beiden zur Seite. Und wir fangen mal mit dem Currybrot an. So, und jetzt, wenn wir jetzt mit diesem Teig arbeiten, arbeiten wir ganz vorsichtig mit dem. Das heißt, wir wollen nicht die schöne Luft, die da jetzt drin ist im Teig, die wollen wir jetzt nicht rausschlagen komplett, sondern der kann gerne schon so ein bisschen so bleiben, wie er ist. Und wir nehmen den wirklich, also wenn ihr zum Beispiel mal hier den Boden guckt, dann seht ihr, dass hier wirklich schon ganz viel Luft drin ist im Teig. Und das ist auch schön, das ist auch genau richtig. Also einfach ganz vorsichtig auf den Tisch legen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und jetzt müsst ihr euch von der Größe her, damit ihr den Anhaltspunkt habt, wie groß, wie lang müssen die ganzen werden. Wir haben ja 300 Gramm gesagt, das ist ungefähr, entspricht ungefähr dem Gewicht von 3 Brötchen. Das heißt, wir machen es ungefähr so groß wie 3 Brötchen. Jetzt machen wir Folgendes. Nur ganz vorsichtig nehmen wir von außen nach innen. Da kommen richtig schöne Blasen raus. Wenn das ein bisschen wenig Mehl ist, macht ruhig noch ein bisschen mehr. Und jetzt formen wir schön vorsichtig ein Brot raus. Und ihr seht, wie ich das hier mache. Ich rolle das immer so ein bisschen und dort, wo die Naht ist, hier seht ihr das gut, dort drücke ich immer so eine kleine Vertiefung ein. Und dann klappe ich es wieder zusammen, klappe es wieder rüber und so sieht das Ganze dann aus. Kleine Vertiefung drücken und ihr seht schon, wie schön gleichmäßig das wird. Und ist überhaupt nicht, dafür müsst ihr jetzt nicht sonst was gelernt haben oder sowas. Das kann jeder wirklich, es ist total einfach. So, jetzt sieht das Ganze schon gut aus. Jetzt nehmen wir das Brot und legen das auf unser Blech. Und seht mal, wie schön das aussieht. Überhaupt nicht schwer. Und wenn ihr das 1-2 Mal gemacht habt, dann werdet ihr merken, dass das super einfach ist. So, dann nehmen wir das Zwiebelmeter, das packen wir in die Mitte. Auch da genau das gleiche Vorgehen. Teig raus aus der Schale, vorsichtig auf den Tisch legen
dadurch, dass wir die Schalen eingeölt haben, löst sich das Ganze auch sehr, sehr schön. Und das riecht schon richtig schön zwiebelig hier. Und hier macht ihr das auch wieder ein bisschen Mehl auf den Tisch. In der Mitte ein bisschen zusammendrücken. Dann rollt ihr das Ganze wieder. Bis ihr ungefähr die gleiche Größe habt wie bei dem ersten. Das kommt jetzt schon ungefähr hin. Jetzt drücke ich also noch einmal in die Mitte rein. Hier, das ist im Grunde genommen, dass man in die Mitte noch so eine Mulde macht. Und jetzt schlage ich das um einmal und gehe ruhig ein bisschen mit dem Handbein, immer so ein bisschen drücke ich das Ganze runter, dass quasi der Schluss unten wirklich schön zu ist. Der Schluss ist der Abschluss unten, das ist die Naht, die ihr hier seht, und die sollte schön zu sein. So, dann drehen wir es um, legen es in die Mitte aufs Blech. Und jetzt haben wir noch eins. Auch hier wieder genau wie bei den anderen beiden, von außen zur Mitte, dann das Ganze ein bisschen rollen, in der Mitte drücken wir es dann wieder ein bisschen zusammen. Ich habe jetzt hier ein bisschen viel Mehl genommen, das macht aber auch nichts. Das drücken wir dann zum Schluss alles wieder zusammen. Auch hier wieder mit dem Handbein das Ganze zusammenrollen. Und wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die Brote, und das gilt für alle, wirklich auf das Blech legt mit der Naht nach unten. Das ist das, was ihr hier seht. Das ist der Abschluss, die Naht, und das Mussnetz nach unten aufs Blech gelegt werden. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier schon mal ein sauberes Handtuch mitgebracht, denn wir wollen das Ganze jetzt nochmal abdecken. Denn es muss jetzt nochmal gehen, und zwar nochmal für gut eine Stunde. Also schön umschlagen das Ganze, dass es wirklich schön abgedeckt ist und fertig. Jetzt lassen wir den Teig wieder in Ruhe stehen, und zwar mindestens für eine Stunde, vielleicht auch eine Stunde 15 oder eine Stunde 30. Schaut nach dem Ablauf der Stunde mal nach, ob euch das Ergebnis gefällt. Wenn ihr dann in den Teig reindrückt, dann muss er ganz langsam wieder zurückkommen. Sollte das noch nicht der Fall sein, lasst ihn gerne noch 15 Minuten länger stehen. Häufig machen Privathaushalte den Fehler, wenn sie Brot backen, dass sie es zu früh backen. Also lieber ein bisschen länger stehen lassen, damit die Hefe noch ein bisschen weiter arbeiten kann. Den Ofen heizen wir schon mal vor, und zwar auf 230 Grad. Auf Ober- und Unterhitze. Und unten in den Backofen stellt ihr eine Schale rein, die feuerfest ist. Das heißt, entweder so eine Keramikschale oder ihr stellt eine Metallschale rein. Das mache ich, weil da kommt nachher, wenn wir die Brot in den Ofen schieben, ein bisschen Wasser rein, damit wir auch ein bisschen Dampf im Ofen haben. Jetzt aber lassen wir die Teiglinge, so nennt man das Ganze, einfach stehen. Eine Stunde abgedeckt ruhen lassen, damit der Teig wieder schön gehen kann. So, da sind wir wieder. Wartezeit ist um anderthalb Stunden, beziehungsweise nee, eine Stunde 15 Minuten habe ich gewartet. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die aussehen. Guck mal. So sehen die aus. Total klasse. Und die schneiden wir jetzt. Und dazu nehmen wir ein ganz scharfes Messer. Also wie gesagt, hier schaut mal. Das ist ein Wellenschliffmesser, ein richtig schön scharfes. Und die schneiden wir jetzt. Und dabei macht ihr das schön vorsichtig, nicht zu tief, nur ein bisschen. So, dann nehmen wir das. Das schneiden wir einmal der Länge nach. Und hier machen wir jetzt ein bisschen gekreuzt. Das heißt einmal, zweimal. So, und dann habe ich hier noch einfach Wasser in einer Sprühflasche. Und jetzt sprühen wir das Ganze einfach einmal kurz ein, damit das Ganze von oben leicht feucht ist. Der Ofen ist vorgeheizt auf 230 Grad, Ober- und Unterhitze.
Jetzt geht das Ganze in den Ofen und unten in den Ofen geht ein bisschen Wasser mit rein. 23 Minuten habe ich die Brote jetzt gebacken und ich möchte euch jetzt gerne noch etwas zeigen, und zwar anhand dieses Zwiebelmeters. Das war das, was in der Mitte gelegen hat. Ihr habt hier unten immer gerne so die Kante, die immer ein bisschen heller ist, wenn mehrere Brote nebeneinander liegen. Und wir haben natürlich nicht so viel Platz im Ofen. Wenn das der Fall ist, dann habe ich es erst so gemacht, dass die so im Ofen waren. Die letzten 3 Minuten habe ich quasi alle 3 Brote noch einmal umgedreht. Und ihr seht, jetzt ist auch unten richtig schön braun geworden. Was ich im Anschluss gemacht habe, als ich sie dann aus dem Ofen genommen habe, ich habe nochmal meine Sprühflasche genommen. Hier ist wirklich nur Leitungswasser drin und habe die Brote nochmal von oben mit Wasser eingesprüht. Dann gibt es so einen ganz leichten Glanz und lässt die Brote einfach noch ein bisschen besser aussehen. So, und jetzt wollen wir sie natürlich durchschneiden. Wir wollen natürlich wissen, wie sie von außen aussehen. Und das machen wir ganz einfach und unkonventionell. So, da haben wir als erstes Paprika. Dann natürlich Zwiebel. Mega. Und natürlich Curry. So sehen sie aus. Mal gucken, vielleicht kriege ich sie jetzt alle irgendwie in die Hand, dass ihr sie alle einmal sehen könnt auf dem Haufen. Und jetzt halte ich sie euch nochmal schön in die Kamera, damit ihr das so richtig schön sehen könnt. So sehen sie aus, unsere Party-Meter-Brote. Zwiebelbrot, Currybrot und Paprikabrot. Es ist eine super Geschichte zum Grillen, wenn ihr Besuch bekommt oder. Dieser Teig ist so super, super saftig. Riecht lecker nach Curry und schmeckt so toll, wirklich. Mein Favorit ist übrigens das Zwiebelbrot. Mit den Röstzwiebeln drin, außen schön knusprig, innen saftig und dann dieser zwiebelige Geschmack. Das ist einfach super, super lecker. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gleich geht es ins nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt dran, bleibt mir gewogen. Denkt an den Abo-Button und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.